Hallo, werte Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung. Heute wieder mit Armored Warfare und einem der Wolfpanzer, und zwar dem Challenger 1. Und jeder, der mittlerweile meine Videos kennt, weiß, dass ich am liebsten die Kampfpanzer mag. Und wenn dann noch ein Wolf nebendran ist, dann ist es noch umso schöner. Ich habe ihn schon ausgerüstet, bekanntermaßen. Die Retrofits, die machen schon sehr viel aus, wird noch immer wieder gesagt, das weiß ich auch. Aber wenn ich jeden Panzer, den ich euch präsentieren würde, mit Retrofits ausrüsten würde, in dem Fall sage ich mal 4 Stück wären es, dann wären einfach mal ganz entspannt fast 1,5 bzw. 2 Millionen weg. Das mache ich 10 Mal und dann habe ich nichts mehr. Also da nicht wundern, keine Retrofits machen, aber durchaus sehr viel Sinn, kann ich euch so euch da nur empfehlen. Der Challenger 1 in der Wolfausführung hat hier diese Möglichkeiten, den Dieselmotor, alles so, und es gibt nichts mehr zu erforschen. Die Details selber zur Geschichte: Dieser in Großbritannien entwickelte Kampfpanzer diente als Nachfolger der Chieftain-Fahrzeuglinie. Die Entwicklung des Challenger 1 begann in den späten 1970er Jahren mit der Prämisse, die offensiven und defensiven Eigenschaften des Chieftain MK5 zu verbessern. Das ursprüngliche Cheviot genannte Fahrzeug wurde im Verlauf der Entwicklungsphase der Name eines Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg verliehen. Insgesamt wurden davon 420 Stück produziert und hauptsächlich im westasiatischen Raum eingesetzt. Eine nennenswerte Leistung des Challenger ist seine Fähigkeit gewesen, 3 Meilen entfernt stationäre feindliche Panzer zerstören zu können. Ja, das ist sehr ordentlich. Schaden 438, Durchschlag 423, Schaden pro Minute 3315, typisch für einen Kampfpanzer, dass er da nicht den dicksten Wert hat, Trefferpunkte 2495 und eine sehr potente Panzerung, sowohl von Panzer selber als auch vom Turm her. Höchstgeschwindigkeit 55,8 und die Ortung, naja, brauchen wir nicht drüber reden, ist halt ein Kampfpanzer. Ich denke, er sollte genau meinem Geschmack entsprechen, und ob das so sein wird und ob dem so ist, sehen wir jetzt nun. Also, lasst uns in die Runde springen. Ja, nicht zu übersehen, der Karte ist Hafensturm und wir sind hier in einem 8er, 7er Gefecht, also von dem her sollte doch da ordentlich was laufen, und besonders wenn wir in einem so schönen Gerät sitzen. Stingray hinter uns ist bestimmt neidisch. Also, muss wirklich sagen, die Skins, die sind wirklich schön. So, ich werde mich auch wohl hier im Hafen selber größtenteils aufhalten, weil man ist da einfach doch ein bisschen arty-safe. Das hat man sonst nicht. Oh, hat der einen schönen Panzer. Oh ja. Oh. Ah, manövrierfähig. Fast. Entschuldigung. Ja, er ist wirklich ein schwerer Panzer. Das merkt man definitiv. Also ein Kampfpanzer. Aber so wie ich die spiele, kommt er mir da schon sehr nahe damit. So, Leo, pass auf, was du da machst, gell? Mach dir nicht unglücklich. So, und jetzt sehen wir auch die Höchstgeschwindigkeit. Also viel schneller fährt er jetzt nicht. Man muss schon lange gerade auslaufen lassen, dass er dann noch beschleunigt. Komm nicht drauf. Das war nix. War aber auch zu erwarten. Ich will ja erstmal hier so eine Position, wo ich wirklich so wirken kann, wie ich es mir wünsche. Steht der dahinter? Nein, steht noch mal weiter hinten. So, und jetzt bin ich dann auch gleich da angekommen, wie ich mich Identifizieren. wohlfühle. Erstmal wieder mal so, dass ich auch was sehe, was hier so passiert. Und man sieht, ich kann den kaum durchschlagen. Dreh dich doch noch mal ein Stück. Ach, schade. Alles gerade nicht so leicht, der Schuss wird so nicht klappen. Ich warte erstmal,
Ich hoffe mal, dass sich der da noch ein bisschen bewegt, ein bisschen dreht. Identifizieren. Oder ich sowas wie hier bekomme, wo ich sagen kann, jep, da klappt's dann auch mit dem Damage. Identifizieren. Und ich bin da ganze Zeit in einem Winkel, der mir einfach so nicht schmeckt. Aber da geht's dann drauf. Ihr seht, wenn man lang genug nach der Schwachstelle suchen kann, findet man sie auch irgendwann. Schade, schade. Was kommt denn da vorne? Dann kriegst du es halt oben aufs Türmchen. So, jetzt habe ich aber genug. Wir haben was abgekriegt. So, ich kann dir auch so lange da oben drauf geben, wie ich will. Ah, komm schon, komm schon. Muss nur aufpassen. Wir haben was ja, abgekriegt. Auf genau sowas muss ich aufpassen. Ist gerade alles so ein bisschen unschön, aber der. Durch den konnte ich mich jetzt leider nicht so bewegen, wie ich das gern direkt gemacht hätte. Wir haben was abgekriegt. Ja, da hat er wohl was abbekommen. So, Challenger 1, was ist denn mit dir? Wow, wenn das nicht das Munitionslager war, dann weiß ich aber auch nicht, was das Munitionslager sonst gewesen wäre. Huiuiuiui, hat der da einen dicken gefressen? Sehr schön. Ich glaube, eins meiner, ich glaube, das zweite oder dritte Munitionslager überhaupt, also passiert mir sehr selten. Das freut mich umso mehr. Wo fahrt er denn hin? Identifizieren. So. Artis auf der Flucht. Identifizieren. Yep, auch du bist weg. Und jetzt last but not least LRV. Aber ich glaube, der. Nein! Daneben geschossen. Uiuiui! Nochmal alle daneben. Könnte ich zu meinem Kill machen. No! Bisschen zu weit hinten und ich dachte mir, den kriege ich da. Jetzt ist er weg. Ja, aber 3701 Schaden, da war natürlich der Challenger 1 sehr ordentlich dran beteiligt. Aber ich glaube, eine feine Runde. Bin gespannt, was es da am Ende des Tages rausgibt für den Sieg.
So, und was ist es? Wie viel ist es? Wie viel ist es? Gibt's mir. Also erstmal habe ich hier die Goldmedaille bekommen, höchste Reputation. Das ist doch nett. Den Spähschaden nämlich auch 3000 gemacht. Also die war wirklich ordentlich. 3195 Basis-XP im Schaden auf Platz 2 und unterm Strich 817.000 netto raus. Also das ist durchaus ganz schön viel. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.